Schön, dass du eingeschaltet hast und mit dabei bist. Amen. Meine Botschaft, die heißt, über Bande ans Ziel. Oder so kommst du an den Ort, den Gott für dich hat. Denn ich kenne viele Leute, die nicht den Eindruck haben, dass sie dort sind, wo Gott sie gerne hätte. Denn das ist ja der Ort des Segens und sie fühlen sich nicht so super gesegnet. Oder vielleicht folgen sie Jesus auch nach, aber so richtig sicher, dass sie dort sind, wo Gott sie haben will, sind sie trotzdem nicht. Okay, und da hat mir der Herr ein wichtiges und richtig gutes Wort für dich gegeben. Lass uns mal aufschlagen zu Jeremia 29. Und dort heißt ab Vers 10, so spricht der Herr. Erst wenn 70 Jahre für Babel voll sind, werde ich mich euer annehmen und mein gutes Wort, euch an diesen Ort zurückzubringen, an euch erfüllen. Und der Herr sagt zu dir heute Morgen, deine 70 Jahre sind vorbei. Deine 70 Jahre Gefangenschaft, deine 70 Jahre Planlosigkeit, deine Zeit des, ich weiß nicht genau, wo ich bin, was ich soll, diese Zeit ist vorbei. Manche denken, sie stecken im Knast. Vielleicht stecken sie ja total wirklich im Knast. Vielleicht stecken sie wirklich im Gefängnis. Deine Zeit im Gefängnis geht dem Ende zu. Denn, und ich lese mal weiter, die Sätze, die jetzt kommen, die gelten für dich. Denn, sagt Jesus, sagt der Prophet Jesaja, Jeremia, denn ich kenne ja die Gedanken, die ich über euch denke, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht zum Unheil, um euch Zukunft und Hoffnung zu gewähren. Manche von uns schauen in die Zukunft und sehen hohe Spritpreise. Ich habe neulich nachgeschaut, was Heizöl kostet, 3000 Liter Heizöl. Hast du schon mal nachgeschaut neulich? 4.500 Euro. Und hier kommt jetzt Gott und sagt zu dir, um euch Zukunft und Hoffnung zu gewähren. Auch wenn der Sprit teuer ist, auch wenn Heizöl 4.500 Euro kostet, es muss für dich nicht zwingend ein Problem sein. Amen. Vielleicht musst du durch eine schwierige Zeit durchgehen, aber der Herr ist mit dir. Um dir Zukunft und Hoffnung zu gewähren. Vers 12, ruft ihr mich an und geht ihr hin und betet zu mir, dann werde ich auf euch hören. Gott sieht den Wandel in deinem Herzen. Er merkt, dass du dich innerlich verändert hast, dass du jetzt plötzlich anfängst, nach Gott zu fragen. Dass du dir plötzlich solche Sendungen ansiehst wie die hier. Oder dass du in Gottesdienste gehst und eigentlich gar nicht genau weißt, was du hier willst. Gott sieht dich. Gott zieht dich, weil er in dein Herz hineingefunkt hat, deine Zeit der Gefangenschaft, der babylonischen Gefangenschaft ist vorbei. Wer kennt es? By the rivers of Babylon. Wer war in den 70ern schon auf der Welt? Okay, gut, doch einige, ihr wisst es. Ich hatte einen Freund, der konnte so tanzen wie Bobby Farrell. Also ich mache das jetzt nicht vor, weil ich blamier mich da nur. Aber der konnte das. Wisst ihr, dass das Lied einen biblischen Text hat? Psalm 138. An den Flüssen Babylons saßen wir und weinten. Und du sitzt an den Flüssen Babylons und weinst. Und der Herr sagt, jetzt ist deine Zeit der Gefangenschaft vorbei. Ich sag dir, so dass du es hörst, sagt Gott zu dir, dass ich deine Gefangenschaft wende. Denn ich denke gute Gedanken über dich. Gedanken des Friedens, sag mal des Friedens, und nicht des Unheils. Um dir Zukunft und Hoffnung zu geben. Zukunft und Hoffnung sind gut. Denn du wendest dich zu ihm. Er hat dein Reden gehört. Er hat gemerkt, dass du dich jetzt für ihn öffnest. Und er sagt, jetzt, wo du dich für mich öffnest, jetzt bin ich da. Sucht ihr mich, so werdet ihr mich finden. Ja, fragt ihr mit eurem ganzen Herzen nach mir, so werde ich mich von euch finden lassen. Heute ist der Tag, an dem Gott sich von dir finden lässt. Jetzt ist dein Tag. Gott hat den Tag vorbereitet. Hat die richtigen Leute zur richtigen Zeit an den richtigen Ort gebracht und dich an den richtigen Ort gebracht, dass du dieses Wort hörst. Deine Zeit der Gefangenschaft hat ein Ende. Und ich werde, Vers 14, ich werde euer Geschick wenden und euch sammeln aus allen Nationen und aus allen Orten, wohin ich euch vertrieben habe. Denn schau, als du dich seinerzeit abgewendet hast von Gott, hat sich Gott gedacht, ja gut, dann mach's halt ohne mich. Und er hat dich in eine Richtung geblasen und da bist du hingestolpert und jetzt hast du gemerkt, dass es da gar nicht so schön ist, dass es vielleicht doch nicht so schlecht ist bei Gott. Und jetzt kehrst du zu ihm zurück.
Ich sammle euch aus all den Nationen und aus all den Orten, wohin ich euch vertrieben habe, in die Clubs, in die falschen Betriebe, in die verkehrten Freundeskreise, von all diesen Plätzen, an denen du bist, wo du dich nicht daheim fühlst, wo du empfindest, hey, hier bin ich falsch. All von diesen ganzen Plätzen sammle ich dich jetzt und bringe dich wieder zurück und hinein ins Reich Gottes, hinein in die Familie Christi. Halleluja. Ich werde euer Geschick wenden, das klingt so gut, ja, und euch sammeln aus allen Nationen und aus allen Orten, wohin ich euch vertrieben habe. Ja, es ist richtig, Gott hat dich machen lassen, Gott hat dich sitzen lassen. Du hast ihn sitzen lassen und dann hat er gedacht, gut, lasse ich dich. Und hat sich mit anderen Leuten abgegeben. Denen ging es plötzlich besser als sie, obwohl sie dümmer waren und schlechtere Ausbildungen hatten als du, sind die schneller weitergekommen als du. Aber jetzt ändert sich die Zeit. Jetzt wachst auch du auf. Und fragst nach Gott und Gott sagt, hier bin ich, hier bin ich, hier bin ich. Und ich bringe dich an den Ort, an deinen Schicksalsort, an den Ort deiner Berufung, an den Ort, an dem ich dich haben will, an dem du das tust, was ich will. Schau, der Ort für dich, den Gott hat, ist der beste Ort. Ich werde euch an den Ort zurückbringen, von dem ich euch gefangen weggeführt habe. Deine Gefangenschaft hat ein Ende. Gut, also meine Botschaft, die heißt ja, über Bande ans Ziel. Wer weiß, was Bande sind? Oder ich frage mal, wer weiß nicht, was Bande sind? Du sagst, ja, Bande, ist das eine Bande, Rockerbande und so. Nein, das meine ich nicht. Stell dir einen Billardtisch vor. Dein Schicksal, dein Leben ist wie ein Billardtisch. Allerdings natürlich viel, viel länger. Lebenslang, so lang wie eine Kegelbahn. Amen. So lang wie eine Kegelbahn. Na? Und jetzt hast du die Möglichkeit, schau. Also ein Billardtisch, muss ich auch noch dazu sagen, ein Billardtisch, der hat weiche Kanten. Wenn die Kugel dorthin fährt, dann schleudert die zurück, dann prallt die ab und dotzt weiter. Na, ihr wisst, hoffe ich, von was ich rede. Wenn nicht, könnt ihr euch mal ein Billardspiel im Internet anschauen, gibt es bestimmt. Davon rede ich jetzt. Also jetzt pass auf. Du kannst diese Bahn deines Schicksals, deiner Berufung, deines Lebens in schnurgerader Weise absolvieren. Okay? Wie Superkegler mit ihrer Kugel. Die holen aus und die lassen das Ding rollen und es rollt und rollt und rollt, rollt genau in der Mitte voll auf den ersten Kegel und haut dann alles weg. Und es ist prima. Wenn sowas gelingt, spitze. Der Kandidat hat 100 Punkte. Aber bei den meisten von uns ist es ein wenig anders. Ja? Bei uns geht es los und dann bums geht es erstmal in diese Bande und dann boing geht es in die andere Richtung und dann wieder in die nächste und dann wieder wo ganz woanders hin und dann plötzlich sind wir in einer ganz anderen Bahn. Ja, und dann denken wir so, oh, wie ging denn das jetzt zu und dann stoßen wir da ganz hart an und dann hauen wir uns wieder zurück in unsere eigene Bahn und so geht es hin und her. Nur, was zählt ist, dass du hinterher an dem Ort bist, wo Gott dich haben will, am Ort deiner Berufung. Um jetzt beim Billard zu bleiben, da ist ganz am Ende dieses Tisches ja, ein Loch, so ein kleiner Sack, und in den stürzt die Kugel hinein. Na, am Ende unseres Lebens ist auch eine Grube, in die wir dann hineinfallen. Aber davon rede ich jetzt im Moment nicht, okay? Ich spreche halt jetzt nicht von deinem Grab, in das du früher oder später mal hineinmarschierst, wenn der Herr nicht kommt und dich entrückt, sondern es ist anders. Er hat einen Platz für dich. Er hat einen Ort der Berufung für dich, an dem du ankommen sollst. Und ob das in gerader Linie ist oder über Bande, das ist nicht so wichtig. Hauptsache, du kommst dort an. Und Gott sagt heute zu dir, ich lasse dich jetzt so hin und her dotzen, dass du genau dort ankommst, wo ich dich haben will. Es kommen noch ein paar Situationen, die unangenehm sein werden für dich, die stressig sein werden für dich, die schwierig sein werden für dich, Gespräche und so weiter. Aber die sind notwendig und ich werde dir die Weisheit geben, die zu führen und so zu führen, dass es gut wird für alle Beteiligten. Amen. So, wer hat seinen Lauf in gerader Linie vollbracht und ist nirgendwo angeeckt, sondern hat es wirklich gepackt, war immer im Willen Gottes? Also mir fällt da nur ein einziger ein. Ja, und es ist Jesus, der kam auf die Welt und dann in gerader Linie ging er auf seinen Ort der Bestimmung zu, ans Kreuz. Und dort war er dann, ist aber nicht dort geblieben, Mann bin ich froh, sondern er ist auferstanden. Er hat unsere Sünden am Kreuz auf sich genommen,
Er hat nicht gelitten, weil er nichts Besseres zu tun hatte, ihr Lieben, sondern er hat gelitten, um deine Verfehlungen auf dich zu nehmen. Der Grund für deine Gefangenschaft, den Grund für deine Gefangenschaft, der hat er auf sich genommen, um dich zu befreien. So, wenn du jetzt also ihn in dein Leben einlädst und sagst, Jesus, ich will dir nachfolgen, dann sagt der Herr, ich wende dein Geschick, ich hole dich aus deinem Gefängnis heraus und es wird gut. Schon die meisten von uns, ich auf jeden Fall, die allermeisten von uns, die dotzen über Bande links und rechts und hin und her. Aber irgendwann sind wir dann doch am Ort unserer Bestimmung. Na, ich weiß, wie das bei mir war, muss ich ganz ehrlich sagen. Bevor ich hier am Ort meiner Bestimmung ankam, bin ich erstmal nach München gedotzt und dann hierher und dann nach Amerika und dann wieder zurück nach Heidelberg und dann nach Schweinfurt. Und jetzt bin ich hier. Also, wenn du mich in Amerika gesehen hättest, du hättest mir nie prophezeit, dass ich eines Tages mal eine Gemeinde in Geldersheim in Bayern leiten werde. Habe ich übrigens auch nicht gedacht. Ja? Aber der Frieden Gottes ist mit mir, preis dem Herrn. Okay, und das ist das Wichtigste überhaupt. Und den Rest überlässt er Gott. Na, so dieser Drang, Mensch, schneller, größer, schöner, besser, liegt bei mir nicht vor. Ich sage, Herr, du gibst mir eine Botschaft und ich teile die mit. Und Rest musst du machen. Damit es was wird, ist deine Aufgabe. Es ist gut, du bist entlastet. Wenn du am Ort bist, an dem Gott für dich hat, bist du entlastet. Weil man kann sich das Leben ganz schön schwer machen. Man kann sich so hineindenken in seine Aufgaben, in seine Probleme, dass man nur noch diese Dinge sieht. Und dann kommt man dazu, dass man bestimmte Bemerkungen vielleicht von Verwandten oder von Kollegen, von Eltern, von Kindern missdeutet. Die treffen einen viel härter, als sie gemeint sind. Und dann ist man unruhig und auf diese Art und Weise ist man gestresst. Das ist nicht der Plan Gottes für dich. Sondern er will dein Leben mit dir leben. Während du in die Bande hineinkrachst, mit vollem Karacho, will er mit dir sein und dich da bewahren und durchtragen. Amen. Aber dieses Überbande, dieses Abbringen vom geraden Weg, das fällt in unsere Zuständigkeit, das machen wir, das macht nicht Gott. Er ist nur derjenige, der das immer wieder so hindreht, dass es wieder was wird. Aber auch da, hör mal, auch da müssen wir mit ihm zusammenarbeiten, dass wir am Ort unserer Bestimmung ankommen. Ich möchte mit euch heute den Petrus anschauen. Petrus ist nämlich auch über Bande ins Ziel gelangt. Schau, die Berufung von Petrus, die war auf dem Balkon des Obersaals an Pfingsten, die Pfingstpredigt zu halten. Vor Tausenden von Leuten, die sich in Jerusalem versammelt haben. Aber Petrus in seinem natürlichen Zustand war für diese Aufgabe vollkommen ungeeignet. Während er mit Jesus umhergezogen ist, hat er gedacht, er ist der Größte, er ist der Hellste, er ist der Beste, er ist der Mutigste, er ist der hingegebenste Jünger aller Zeiten. Alle diese Dinge, die hat er von sich geglaubt. Er war wirklich davon überzeugt, dass er der Größte ist. Die anderen Jünger übrigens auch alle. Jeder Einzelne. Immer wieder haben sie untereinander so diesen Wettbewerb gehabt. Es entstand unter ihnen eine Diskussion, wer von ihnen der Größte war. Und so reden sie da. Und Jesus, der greift ein. Und zwar in Matthäus Kapitel 18, gleich ab Vers 1, da fragt Jesus, also da kommt dieses Gerede auf, wer wohl der Größte unter ihnen ist. Pass mal auf, die haben allen Ernstes gedacht, wenn sie Jesus nachfolgen, dann gibt er ihrem Leben Bedeutung im Sinn von Position, von Status, von Reichtum. Die haben nämlich gedacht, dass der Christus kommt und König macht. Und wenn ich mich jetzt, wo der König noch nichts ist, der Zukünftige, wenn ich mich jetzt in seinem niedrigen Zustand gut stelle mit ihm, dann wird er mich befördern, wenn er mal angekommen ist auf seinem Thron. Deswegen sind die Jesus nachgefolgt. Nicht, weil sie Prediger werden wollten und am Ende ihres Lebens einen Märtyrertod sterben wollten. Die haben vollkommen anders gedacht. Das dürft ihr nie vergessen. So wie sie jetzt vorliegen, vor der Kreuzigung, so waren sie für Jesus nicht wirklich benutzbar. Keiner von ihnen. Inklusive Petrus. So, es kommt dieses Gerede auf, wer ist der Größte unter ihnen? Die Jünger wollen, dass sie was Besonderes sind. Es ist ihnen wichtig, dass sie was Besonderes sind. Gott ist es nicht wichtig, dass du was Besonderes bist. Du bist was Besonderes, weil Jesus für dich gestorben ist am Kreuz. Wenn du der Einzige gewesen wärst, der Vergebung gebraucht hätte auf der ganzen weiten Welt und alle anderen sind vollkommen,
Er wäre für dich gekommen und wäre für dich gestorben. So, das macht dich bereits zu etwas Besonderem und etwas Einzigartigem. Aber das ist dir egal. Du möchtest leuchten vor den Leuten, damit die dich sehen und dich beklatschen. Ja, so sind wir Menschen. Und das wollten die Jünger eben auch. Und Jesus sagt, worüber habt ihr denn geredet? Und die Jünger sagen nichts. Ja. Und dann holt Jesus ein Kind und sagt, Leute, ihr müsst werden wie die Kinder. Ihrer ist das Himmelreich. Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, könnt ihr nicht ins Reich Gottes kommen. Pass auf, ich erkläre das jetzt. Die Jünger haben besprochen, wer der Größte ist. Und Jesus hat ein Kind herbeigerufen, hat gesagt, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, könnt ihr nicht ins Reich Gottes kommen. Was er eigentlich damit sagt, ist nicht, dass wir kindisch werden sollen, sondern dass wir neu anfangen sollen zu denken. Die müssen noch einmal neu ihr Denken entwickeln, wenn ihr nicht wieder werdet wie die Kinder, wenn ihr nicht noch einmal neu anfangt. Schau, Kinder sind ein unbeschriebenes Blatt. Denen kannst du Werte vermitteln. Steht übrigens in den Sprüchen, Kapitel 22, Vers 6. Erziehe einen Knaben in dem Weg, den er gehen soll, und er wird auch nicht davon weichen, wenn er alt ist. Genau, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, bedeutet nicht, dass du kindisch werden sollst, sondern dass du eine neue Art des Denkens dir antrainieren sollst. Du sollst Jesus anschauen und von ihm lernen. Und Jesus führt es dann weiter aus, allerdings in Markus Kapitel 9, Vers 35. Wenn jemand der Erste sein will, sagt er da, soll er der Letzte sein. Wer hat schon groß Lust, der Letzte zu sein? Natürlich niemand. Und aller Diener sein. Schau, wir wollen was Besonderes sein und Jesus will, dass wir effektiv sind und nützlich sind. Ich weiß, es ist jedes Mal dasselbe. Wenn ich sowas sage, dann ist donnerndes Schweigen. Aber das ist es. Jetzt pass mal auf. Wenn also du für die ganze Familie kochst und die kommen rein, essen und gehen wieder raus und keiner sagt Danke und die helfen noch nicht einmal. Und du sagst, Gottes Segen, lass sie. Und dann fängst du an, das Geschirr zu waschen. Dann bist du buchstäblich der Letzte gewesen, sozusagen. Und du bist aller Diener gewesen. Und Jesus sagt, das ist wohlgefällig vor mir und du wirst für solche Sachen belohnt werden. Das ist jetzt nur ein Beispiel. So, Geistlichkeit, ihr Lieben, hat nicht immer was damit zu tun, dass wir im Geist wanken mit wackelnden Knien und Weissagen oder so, sondern im täglichen Leben geht es viel leichter. Sei einfach nützlich in deiner Familie und in deiner Umgebung. Es ist nicht besonders schwer. Finde ich gut. Ich habe es immer gern, wenn es leicht ist. Ne? Wie geht's dir? Du sagst, nein, bei mir muss es schwer sein. Okay, gut. Jesus hat das Kind aufgenommen. Jesus sagt, wenn ihr die Leute nicht aufnehmt wie die Kinder. Kinder aufnehmen bedeutet, betrachte deine Mitmenschen mal als große Kinder. Du erwartest von Kindern nicht so viel wie von Erwachsenen. Stimmt's? Du siehst denen Sachen nach. Und Jesus sagt genau das. Behandle deine Mitmenschen, wie wenn sie Kinder wären, die deinen Schutz brauchen. Hab also ihre Interessen im Sinn. Erwarte nicht allzu viel von ihnen. Und wenn du dir diese Haltung zu eigen machst, weißt du was? Du wirst nicht mehr so leicht verletzt. Du bist nicht mehr so empfindlich, weil du erwartest gar nicht allzu viel anderes. Du erwartest ein Maß von Unreife von deinen Mitmenschen. Ist halt so. Na und? Da lächelt jemand, vielen Dank. Amen, ist so. Okay, gut. Also, erwarte nicht zu viel und hilf denen. Amen. Aber jetzt lass mich mal über Petrus sprechen. Petrus schlingert an den Ort seiner Berufung, denn wir erinnern uns, es war Petrus, der auf dem Balkon an Pfingsten stand und dort zu den Tausenden sprach, die sich versammelt haben. Und 3000 haben sich bekehrt. Mächtig, vollmächtig. Aber wir müssen jetzt mal 50 Tage zurückgehen zum Zeitpunkt vor der Kreuzigung. Jesus ist mit seinen Jüngern beim Abendmahl, dort kommt die Diskussion auf, wer der Größte ist, wieder einmal. Und dann geht er nach Gethsemane. Und Jesus sagt seinen Jüngern, in dieser Nacht werdet ihr alle Anstoß an mir nehmen. Ihr werdet alle davonlaufen und ihr werdet so tun, als würdet ihr mich nicht kennen. Und genau das passiert. Petrus allerdings, der sagt, ist in Matthäus Kapitel 26, Vers 31, Petrus sagt, Herr, nie! Alle werden dich verlassen, aber ich nicht. Und Jesus sagt,
bevor der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnet haben. Und Petrus sagt wieder, nie im Leben werde ich alle verlassen. Ich bin bereit, mit dir zu sterben, in den Tod zu gehen für dich. Da geht Jesus dann schon gar nicht mehr drauf ein. Schau, er widerspricht dem Propheten. Ist so eine Sache, einen Propheten zu widersprechen, also Jesus zu widersprechen, ist das so eine Sache. Wenn Jesus sagt, ihr werdet mich verlassen und du sagst, nein, dann sagst du, Lüge. Also wie kommt das rüber? Also wir merken, Petrus hat ein Bild von sich, das sehr reduziert ist. Jesus sieht ihn, wie er wirklich ist. Petrus, auch du. Et tu, Petre. Kennt ihr den Spruch, et tu, Brute? Wenn nicht, ist es auch nicht wichtig. Auch du, Petrus. Und er sagt, nein, nie im Leben. Jesus hat ein realistisches Bild von Petrus gehabt und Petrus ein geschöntes Bild. Wenn du aber ein geschöntes Bild von dir selber hast und dich sehr um dich selber drehst und dich für was Besonderes hältst und das Bedürfnis hast, etwas Besonderes zu sein, hör mal, dann wirst du dich nicht so entfalten können, wie Gott es gerne hätte. Du wirst dann nie so beklatscht werden, wie du eigentlich beklatscht werden könntest, wenn du keinen Wert drauf legst. Sag mal mit mir, der Weg nach oben führt nach unten. Petrus sagt also zu Jesus nie und Jesus sagt, Petrus hat so angefangen. Petrus ist entweder himmelhoch jauzend oder zu Tode betrübt gewesen. Er ist entweder links in die Bande gekracht oder er ist rechts in die Bande gekracht. Wir erinnern uns, wie es begann, Lukas Kapitel 5. Jesus predigt am See Genezareth und er bittet Petrus, darf ich in dein Boot steigen? Ja, Petrus hat gerade die Nacht über gefischt, hat nichts gefangen. Und jetzt würde er eigentlich gern schlafen gehen, aber dieser populäre und wirklich gute Prediger, ja, der bittet ihn jetzt, dass er von seinem Boot aus predigen darf. Und Petrus sagt, allzu gut, Herr. Und Jesus predigt und predigt und predigt und Petrus predigt, bis er dann endlich fertig ist. Petrus gähnt im Hintergrund. Und dann sagt Jesus zu Petrus, fahr raus aufs Wasser und lass dein Netz hinab. Und Petrus sagt, Herr, Rabbi, ich Fischer, du Zimmermann, ich Ahnung, du nicht. Aber auf dein Wort hin, um dir einen Gefallen zu tun. Also gut. Und sie fahren raus und sie machen diesen gewaltigen Fischzug. Erinnert euch? Also Petrus sagt zunächst mal, Jesus. Er hat keine Lust, dem Wort Christi zu gehorchen. Ist dir das auch schon mal so gegangen, dass du keine Lust hattest, dem Wort Christi zu gehorchen? Musst du jetzt nicht mehr, da meldet sich einer. Das habe nur ich gesehen und seine Frau. So, Petrus sagt also, ach Herr, komm, lass es. Und im nächsten Moment, nachdem sie diesen großen Fisch zugetan haben, fällt er zu den Füßen Christi nieder und sagt, geh von mir hinaus, Herr. Ich meine, im Boot, ja. Geh von mir hinaus, Herr, denn ich bin ein sündiger Mensch. So, wir sehen, erst kracht er voll in die eine Bande und jetzt in die andere. Erst sagt er, ach Herr, was weißt du schon? Im nächsten Moment, oh Herr, du bist so gewaltig. So geht es hin und her, wieder und wieder. Matthäus Kapitel 16, Vers 16. Wer sagt dir, dass ich bin, sagt Jesus. Und seine Jünger sagen zu ihm, Petrus sagt zu ihm, du bist der Christus. Die anderen, die sagen, du bist einer der Propheten, der auferstanden ist, oder du bist der Elia, du bist als Mögliche, aber wir wissen, du bist der Christus. Und Jesus sagt, Gottes Segen, Petrus, das hat dir kein Mensch geoffenbart, sondern der Geist Gottes in dir, mein Vater im Himmel, der hat dir das geoffenbart. Du hörst von Gott, du bist in der Lage, von Gott zu hören. Und ich sage dir, du wirst eine wichtige Aufgabe im Himmelreich haben, im Reich Gottes haben. Und Petrus denkt sich, gut, geht in die richtige Richtung. Und dann vergeht die Zeit und Jesus fährt fort in seiner Predigt und er sagt, ich werde nach Jerusalem jetzt gehen, dort werde ich ans Kreuz gehen und ich werde sterben. Es wird keine gute Zeit sein, aber beißt die Zähne zusammen, denn ich werde auferstehen. Und dann gehe ich euch nach Galiläa voraus. Behaltet es im Hinterkopf. Und Petrus nimmt ihn auf die Seite. Er nimmt ihn, er packt ihn am Ärmel und zieht ihn weg von den Leuten, sodass ihn niemand mehr sieht. Und er sagt dann zu ihm, Gott behüte dich, Rabbi, das widerfahre dir nur ja nicht. Kreuz, nein, bist du verrückt? Nie im Leben. Wir brauchen dich lebendig. Also, erst sagt er, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und im nächsten Moment sagt er dem Christus, dem Sohn des lebendigen Gottes, was er machen soll. Amen. Ne?
Merkst du was? Der dotzt links und rechts in die Bande hinein. Der geht auf jeden Fall keinen geraden Weg. Und dann kommt eben die Situation, wo wir im Garten sind. Wir sind jetzt im Garten Gethsemane. Jesus sagt, ihr werdet mich alle verlassen. Petrus sagt, nee, du wirst mich sogar verleugnen. Nee, im Leben, ich werde sterben mit dir. In dieser von sich selbst besoffenen Attitüde, ja, mit dieser Einstellung, kann Jesus Petrus nicht gebrauchen. Er muss erst zulassen, dass er scheitert. Hör mal, er muss erst zulassen, dass er scheitert. Und da sagst du jetzt vielleicht, ja genau, damit kenne ich mich gut aus. Ja, ich bin beruflich und finanziell und familienmäßig, ich bin schon so richtig gescheitert. Okay, das ist natürlich bedauerlich. Und es trifft jetzt vielleicht auf dich nicht zu, aber ich sage dir mal ein Geheimnis. Manche werden erst dann zum Aushalten, wenn sie einmal gescheitert sind. Stimmt trotzdem. Manche werden erst genießbar, nachdem sie mal sich so richtig die Nase angebollert haben und merken, okay, so doll bin ich doch wieder nicht. Und demütig werden. Demütige Menschen sind angenehm vor Gott und den Menschen. Aber wie gesagt, der Mensch, nur weil er etwas weiß, heißt noch lange nicht, dass er darin lebt. Alle wissen, Demut ist gut. Trotzdem gibt es massenweise Leute, die so größenwahnsinnig sind wie Petrus, sich für die Größten halten. Ne? Ich kenne jemanden, der, bei dem das so ähnlich war, ist, will ich jetzt nicht sagen, ja. Dass du dir denkst, okay, gut, war vielleicht doch nicht so gewaltig, bin jetzt doch nicht der Größte oder so begabt, wie ich dachte. Schau, deine Begabung ist zweitrangig. Wichtig ist der Segen Gottes. Ist so. Denn Gott kann dich schneller an Positionen bringen, in die du nie hineinkommst, aus eigener Kraft. Ja, ist so. Und noch was, vielleicht gleich jetzt, ich sage es gleich jetzt, bevor ich fortfahre. Es ist nicht so wichtig, wo du bist, auch wenn du im Gefängnis bist. Es ist nicht so wichtig, wo du bist, als was du dort tust. Schau, es gab einen Mann namens Josef in der Bibel, der im Gefängnis war. Aber dort war er die beste Version von sich selber, die er sein konnte. Er hat an sich gearbeitet. Und er war zuverlässig, er war treu, er war ehrlich, dass er mit dem Gefangenen sogar das Management des Gefängnisses anvertraut hat. Das ist phänomenal. Und als der Pharao dann einmal einen richtig guten Ratgeber gebraucht hat, hat man sich an den Josef erinnert und hat ihn aus dem Gefängnis herausgeholt und vor den Thron gestellt. Und plötzlich war er der Berater, der wichtigste Berater des Königs. In einem Moment im Gefängnis, im nächsten Moment Berater des Königs. Wie ging das zu? War nur der Segen Gottes. Und hör mal zu, Josef, du bist jetzt vielleicht im Gefängnis, aber der Herr sagt zu dir, deine Tage im Gefängnis, die haben jetzt ein Ende. Du kommst jetzt raus und ich bringe dich an einen Ort, an dem du maximal wirksam bist. Du bist jetzt gedemütigt genug. Jetzt ziehe ich meine Kräfte zusammen, sagt der Herr zu dir, lasse ich meine Engel wirken und meine Kinder handeln und agieren, dass sie dir zum Segen werden und du ihnen. Halleluja. So, was passiert jetzt weiter? Jesus wird verhaftet. Die Soldaten kommen und nehmen Jesus gefangen. Und Petrus stellt fest, oh, die nehmen Jesus ja gefangen. Und plötzlich klirren die Ketten. Ja, in jener Nacht im Garten Gethsemane und die Hände und die Füße Christi sind gebunden. Und Petrus, der erinnert sich an das, was er gerade noch gesagt hat. Ich bin bereit, mit dir zu sterben. In dem Moment zieht er sein Schwert und fängt an, drauf zu hauen. Und er zielt dem Tempeldiener nicht aufs Ohr, sondern auf den Kopf, auf den Scheitel. Und er erwischt das Ohr und er schneidet dem Malchus das rechte Ohr ab. Also Petrus ist durchaus bereit, sich mit einer Überzahl anzulegen für Jesus. Das ist mutig, sagen wir mutig. Schau, es ist mutig, dich anzulegen als Einzelner gegen 600 ungefähr. Ist mutig, aber ist auch töricht. Und vor allem, Jesus hat ja gesagt, ich muss jetzt verhaftet werden. Da ist es nicht an dir, jetzt mit dem Schwert reinzuschlagen. Und Jesus sagt ja auch sofort, steck dein Schwert weg, du ruinierst den Plan. Willst du, dass ich nicht den Plan Gottes für mein Leben ausführe? Und dann nimmt er das Ohr von dem Malchus und heilt Malchus. Hier haben wir das typische Problem mit dem christlichen Bodenpersonal. Hier hat ein hingegebener, begeisterter Christ einen Mitmenschen im Namen Christi schwer verletzt. Hast du auch schon mal gehört, dass Leute durch Christen verletzt wurden?
Ich sage dein Geheimnis. Das ist nicht das Ende. Du kannst jetzt herumgehen und sagen, mein Ohr. Aber wenn du mal genau nachfühlst, dann stellst du fest, das ist dran. Jesus hat dich geheilt. Ein Christ hat dir einen Schaden zugefügt und Jesus kam und hat den wieder gut gemacht. Und jetzt liegt es an dir. Jetzt kannst du sagen, ich bin traumatisiert, diese Christen, diese Schweine, oh, brutal und alles, ja. Oder du kannst sagen, hey, es war ein unschönes Erlebnis, aber ich hake das ab und schaue nach vorne. Und mach Jesus nicht für die Fehler seiner Kinder verantwortlich. Ja, du sagst, jemand kam mal zu mir und hat gemeint, ja, die ganzen Kriege im Namen Gottes, die ganze Gewalt. Die Gewalttäter können sich nicht auf Jesus beziehen. Können sie nicht machen. Sie können nicht sagen, der Meister hat es genauso gemacht. Er hat es nämlich nicht genauso gemacht, sondern er hat viel mehr Tote auferweckt. Er hat Leute nicht krank gemacht, er hat Kranke geheilt. Das ist der Herr, dem wir nachfolgen. So, Petrus in seinem Übereifer, der donnert wieder voll in die Bande, der macht wieder den größtmöglichen Fehler. Ja, er meint es gut, aber er ruiniert die Situation. Und Jesus schimpft ihn und er gehorcht. Und dann macht Petrus, was alle anderen auch machen, er läuft davon. Aber das ist nicht alles. Petrus folgt Jesus durchaus nach. Zusammen mit Johannes. Johannes übrigens, der Apostel Johannes, der lässt Jesus nie allein. Der geht mit Jesus mit. Es heißt im Johannesevangelium, Kapitel 18, dass er mit Jesus hineinging in den Hof des Hohepriesters, wohin man Jesus abführt. Johannes war einer, der den geraden Weg gegangen ist. Der war auch bekannt mit der Familie des Hohepriesters, der Johannes. Der durfte deswegen auf dessen Grundstück. Petrus nicht, der stand am Eingang. Immerhin, er ist Jesus nachgefolgt. Und dann sieht Johannes ihn und dann spricht er mit der Türhüterin und dann darf auch Petrus rein und er darf sich an einem Kohlenfeuer wärmen. Kohlenfeuer, sag mal Kohlenfeuer. Im Johannesevangelium kommt zweimal ein Kohlenfeuer vor. Einmal das Kohlenfeuer, an dem Petrus Jesus dreimal verleugnet. Und ein Kohlenfeuer, an dem Jesus Petrus dreimal fragt, liebst du mich? In Johannes Kapitel 21, aber das immer noch nicht. Seid ihr noch da? Habt ihr noch so viel Geduld? Okay, gut, ist wichtig. Wir lernen dadurch, wie Jesus Probleme mit dir bewältigt. Dinge, die du falsch gemacht hast, da gibt es nicht einfach einen Schwamm drüber, sondern die müssen mit dir aufgearbeitet und bewältigt werden. Jesus und du, er kommt da zu dir und spricht mit dir, damit er dich einrenkt und an den Ort bringt, den er für dich hat. Damit du aufblühst, endlich. So, die Erste kommt und sagt, hey, du bist doch einer von seinen Jüngern. Zu Petrus, der sich am Feuer wärmt, weil es kalt ist. Und er sagt, ich kenne ihn nicht. Und dann kommt noch jemand und sagt, doch, nein. Und dann fängt er an, sich zu verwünschen und zu fluchen. Die rechte Hand soll mir verdorren, wenn ich diesen Menschen kenne. Und wohlgemerkt, Jesus hört es. Jesus ist auch da. Und Johannes, der Apostel, der steht wahrscheinlich neben ihm. Ich kann mir vorstellen, wie Johannes die Augen verdreht. Während Petrus da genau das Falsche macht. Gerade hat er noch geschworen, ich sterbe mit dir. Und jetzt verleugnet er ihn und schwört heilige Eide, dass er Jesus nicht kennt. Und dann hat er ihn dreimal verleugnet. Dann kräht der Hahn. Petrus zuckt zusammen, als er das hört. Seine Augen werden groß. Er blickt rüber auf Jesus. Jesus dreht sich um und schaut ihn an. Und da hält es Petrus nicht mehr. Er fängt an, bitterlich zu weinen. Und er geht raus und er ist in der schlimmsten Verfassung seines Lebens. Manchmal ist es gar nicht so schlecht, in der schlimmsten Verfassung deines Lebens zu sein, wenn du gestärkt hinterher wieder daraus herauskommst. Und du bist jetzt vielleicht in der schlechtesten Verfassung deines Lebens. Aber Gott sagt, du bist nur Töpferlehm in meiner Hand. Ich bin gleich fertig mit dir, sagt der Herr. Und dann bist du richtig gut unterwegs. So, Petrus zieht sich zurück. Er zieht sich auch zurück von den anderen Jüngern, denn er hat vollkommen versagt. Die Klappe hat er so weit offen gehabt. Und zum Schluss war er so groß, dass er in ein Matchbox-Auto gepasst hat. Oh, das schmerzt. Seine Eitelkeit ist verletzt. Seine Liebe zum Herrn, ja, die ist zwar da, aber er hat sie verleugnet. Er ist im Zweifel über sich selber und er stellt fest, ich bin nicht so großartig, wie ich dachte. Die Bewunderung der Leute, die verdiene ich gar nicht, wenn die wüssten, wie ich wirklich bin. Was für ein Loser. Und man sagt, dass später
als die christliche Gemeinde dann gewachsen ist, dass ab und zu Leute, die den Petrus ärgern wollten, sich hingestellt haben an die Straßenecken, wenn er vorbeikam und Kikeriki, Kikeriki gerufen haben. Aber das ist nur eine Seite. Immerhin, er hat das Schwert gezogen. Immerhin, er ist Jesus nachgefolgt bis ans Feuer des Hohepriesters und hat sich dort gewärmt. Haben nicht alle gemacht, nur zwei, Petrus und Johannes. Und dann ist er aber geflohen, weil er so total auseinandergefallen ist. Johannes nicht. Johannes interessanterweise nicht. Johannes hat sich zu Jesus bekannt, obwohl alle Jesus gehasst haben an diesem Tag. Das war die Zeit des Teufels. Dennoch ist Johannes bei Jesus geblieben und ist ihm etwas Schlechtes deswegen passiert? Nein, nichts Schlechtes ist ihm passiert. So, auch dir passiert nichts Schlechtes, wenn du beim Herrn bleibst und basta sagst, ich gehöre zu ihm, fertig aus, egal wie er mich anschaut. Die Leute werden dich da nicht komisch anschauen, die werden sagen, okay, gut, akzeptieren wir. So wird es sein, nicht anders. Wenn du rumdrucksen tust und verleugnest, dann kann es sein, dass sie an der Straßenecke stehen und Kikeriki schreien. Du musst dich aber nicht treffen. Okay, so hier, Petrus, der weint jetzt die nächsten drei Tage, weil er so versagt hat. Er hat so rundheraus total versagt. Und dann passiert die Auferstehung. Und der Engel, der sagt zu den Frauen, geht hin und sagt seinen Jüngern und Petrus. Sag mal mit mir, und Petrus. Steht wirklich da. Markus Kapitel 16, Vers 7. Und Petrus, dass sie nach Galiläa gehen sollen, er wird ihnen dort begegnen. Warum hat der Engel gesagt, und Petrus? Weil Petrus sich nicht mehr als seinen Jünger gesehen hat. Seine Jünger, ja, seine Jünger, die sind nur davon gelaufen. Aber ich, was habe ich gemacht? Nicht einmal Judas hat ihn verkauft. Hör mal, der Petrus, der Jesus verraten hat, das war nicht der wahre Petrus. Der wahre Petrus, der hat das Schwert gezückt, der wahre Petrus, der ist Jesus nachgefolgt, das war einfach ein Ausrutscher von Petrus. Deswegen hat Jesus Petrus geholfen, aber Judas nicht. Judas war 3,5 Jahre genauso wie Petrus mit Jesus zusammen, aber Judas hat sich, der ist in seinem Herzen ein Dieb geblieben. Der war Kassenwart, an strategischer Stelle positioniert und hat abgeschöpft, was da reinkam. Das ist meine private Abschöpfungssteuer, hat sich der gedacht. Was müssen die auch so viel spenden, die Leute? Furchtbar. Und Jesus hat es mitbekommen, er hat ihm Raum gegeben zur Buße, der hat er aber nicht gemacht. Stattdessen hat er es immer noch schlimmer getrieben, bis er zum Schluss Jesus verkauft hat. Er hat nicht gedacht, dass Jesus sterben wird am Kreuz. Er hat sich gedacht, ach, Jesus betet für die, dann haut es die alle um unter der Kraft Gottes und dann ist alles wieder gut und ich bin 30 Denare reicher. Mensch, bin ich clever. Er hat sich vollkommen verrechnet. Verrechne du dich nicht auch? Ja, manche können besonders gut rechnen, aber zählen nicht zusammen, was wirklich wichtig ist. Petrus war anders. Petrus war in Wirklichkeit ein Jünger, ein Nachfolger, ein Christ. Naja, auf jeden Fall sind sie jetzt in Galiläa. Petrus sagt, ich gehe hinfischen, weil es tut sich nichts. Pfingsten ist noch nicht und es sind noch einige Tage. Ich gehe hinfischen. Und sie fischen, wie in Lukas Kapitel 5, die ganze Nacht und sie fangen nichts. Und der Morgen graut schon und sie kommen ans Ufer, sie sind noch nicht dort, sie sind noch 100 Meter vom Ufer weg. Das Wasser plätschert, sie schwitzen, ja, sie sind auch mit freiem Oberkörper unterwegs. Und da steht ein Mann am Ufer und sagt, Kinder, habt ihr was gefangen? Und alle sieben Jünger, es sind sieben Jünger, schütteln unisono den Kopf. Nichts. Und er sagt, werft das Netz aus auf der rechten Seite. Und sie werfen das Netz auf der rechten Seite aus und sie fangen einen riesen Fang. Und sie können das Netz schon nicht ziehen. Und Johannes, wieder ist es Johannes, dreht sich zu Petrus und sagt, es ist der Herr. Im Morgengrauen können sie das nicht erkennen. Das ist der Herr. Und Petrus, der denkt sich, der Herr, der zu mir hat sagen lassen, sagt seinen Jüngern und Petrus, wir treffen uns in Galiläa. Ich hab ein Rendezvous mit Jesus. Er zieht sich sein T-Shirt an, springt in den See und schwimmt Jesus entgegen. Und dann steht er ein bisschen unbeteiligt da und weiß nicht so recht, traut sich nicht so richtig ran. Ja? Bis alle anderen Jünger auch da sind, wartet er. Es geht ihm die Muffe. Und die Jünger sehen, das Netz reißt nicht, obwohl der Fischzug so groß ist. Das spricht auch zu uns. Hör mal zu. Der Segen Gottes, der stresst deine Firma,
Der Stress bringt mir auch deine Gemeinde. Der Erfolg Christi, den er gibt, der stresst. Und im Natürlichen ist es eigentlich zu viel für die Einzelnen. Aber das Netz reißt trotzdem nicht. Ja, der Segen Gottes, der wird dich segnen und der wird dich beschäftigt machen, aber der wird dafür sorgen, dass du nicht ausbrennst. Er wird dafür sorgen, dass dein Netz nicht zerreißt, sondern dass dein Netz trägt. Sag mal mit mir, am Segen ist alles gelegen. Die Nacht über haben sie gefischt und haben nichts gefangen. Jesus spricht einfach nur ein Wort. Auf der rechten Seite, rechts, bitte rechts. Und sie fangen. Obwohl sie Apostel des Lammes sind, brauchen sie immer noch die Hilfe Christi. Was denkst du dann, dass du brauchst? Genauso die Hilfe Christi für alles, was du tust. Auch der Herr kann auch dich, schau, die ganze Nacht über fischen lassen und nichts fangen. Und dann kann er dir ein Wort zuflüstern und alles läuft viel besser. Und innerhalb von wenigen Minuten des Gehorsams holst du die ganze durcharbeitete, im Fleisch durcharbeitete Nacht auf. So, nur weil sich jetzt jahrelang nichts bei dir getan hat, heißt nicht, dass Gott dich verlassen hat. Er spricht ein Wort zu dir. Er wird zu dir ein Wort sagen. Dieses Wort befolgst du dann. Und dann bricht für dich der Segen los, so wie für die Jünger. Oh ja, es wird stressig sein. Die mussten sich hineinhängen in die Seile, damit das Netz ans Ufer kam. Aber es ist der Segen Gottes gewesen und das Netz ist nicht gerissen. Und sie haben erkannt, Gott ist mit uns. Und das willst du auch haben. Es ist ein wunderbares Gefühl. Halleluja. Aber jetzt noch ganz, ganz wichtig. Oh, meine Güte. Ist alles so gut, ja. Und macht Spaß, weil ihr so offen seid irgendwie. Und das ist halt jetzt so. Okay. Jetzt sind die Jünger da und Jesus hat hier ein Kohlenfeuer vorbereitet. Johannes 21. Und dort sitzt er. Und er hat dort Brot und Fische aufgelegt. Erinnert sich jemand an Brot und Fische? Jesus hat doch schon mal Brot und Fische ausgeteilt. Was sagt er den Jüngern damit? Er sagt zu ihnen, ich, meine Freunde, bin euer Versorger. Und ohne mich könnt ihr nichts tun. Gewöhnt euch dran. Ihr seid nicht die Größten, sondern ich bin der Größte durch euch, wenn überhaupt. Und jetzt sind sie bereit, das zu akzeptieren, auch Petrus. Petrus ist jetzt demütig, er ist jetzt ganz anders als vorher. Und wenn sie da also sitzen und essen, reden Jesus und Petrus miteinander. Und Jesus sagt, Petrus, liebst du mich? Und das Wort, das Jesus benutzt, ist das Wort Agape-Liebe. Liebst du mich selbstlos? Liebst du mich bis zum Äußersten? Er sagt, liebst du mich mehr als diese? Er sagt, Petrus, hör mal, bist du immer noch dasselbe wie in Gethsemane? Hältst du dich immer noch für den Größten? Bist du immer noch mein hingegebenster Jünger? Oder wie sieht's aus? Liebst du mich mehr als diese mit selbstloser, aufopferungsvoller Liebe? Und Petrus ist so groß. Er ist so groß mit Hut. Er passt in ein Matchbox-Auto. Wer hatte früher auch Matchbox-Autos? Wer hat immer noch Matchbox-Autos? Er sagt, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Das Wort, das Petrus für Liebe benutzt, ist das Wort Philia. Das ist das Wort für freundschaftliche Liebe. Ich mag dich, aber alles bis zum letzten Blutstropfen für dich geben. Herr, ich wage nicht, noch einmal so etwas zu behaupten. Schon gleich gar nicht, während du das hörst. Ja, er ist demütig. Und jetzt, wo er demütig geworden ist, wo er weiß, er ist nicht der Größte, er braucht den Herrn, sonst ist er ein Verleugner. Sonst ist er einer, der davonläuft. Hey, auch du kannst ein Verleugner sein oder jemand sein, der davonläuft, der nicht genug Energie hat, irgendwas auf die Beine zu stellen, ohne Jesus. Aber jetzt sagt Jesus, weide meine Lämmer. Er sagt, Petrus, du wirst Pastor meiner Herde sein. Weide meine Lämmer. Jetzt kann ich dich benutzen. Jetzt kommst du dorthin, wo ich dich haben will. Ich meine, überlegt euch mal, vom Moment der Verleugnung bis zu Pfingsten und dieser Predigt, der Ort der Bestimmung, es waren zwar 50 Tage, aber das war ein himmelweiter Unterschied. So, dein Leben kann sich und wird sich, für viele von uns, wird sich innerhalb kürzester Zeit, innerhalb von den nächsten 50 Tagen verändern. Zum Positiven verändern. So, Jesus fragt Petrus dreimal, liebst du mich? Und Petrus sagt dreimal, Herr, du weißt es. Beim dritten Mal sagt Jesus, Petrus, liebst du mich mit der Philia-Liebe, die Freunde zueinander haben? Und Petrus ist,
Petrus ist traurig, er sagt, Herr, du weißt es, du weißt alle Dinge, du weißt es, du kannst in mein Herz hineinschauen, du kennst mich besser, als ich mich selber kenne, Herr, du weißt es, ich denke, ich mag dich. Und dann sagt Jesus was Interessantes, er gibt ihm eine Weissagung für die Zukunft, jetzt hört mal, er sagt, solange du jung bist, wirst du gehen, wohin du willst. In anderen Worten, niemand wird dich gefangen nehmen können, du wirst frei sein, du wirst aus den Ketten immer wieder ausbrechen, du wirst frei sein. Aber wenn du alt geworden bist, also Jesus weissagt Petrus, dass er alt werden wird. Wenn du alt geworden bist, dann wird man dich nehmen und dorthin führen, wo du nicht hin willst. So wie man Jesus gebunden hat und ihn dorthin geführt hat, wo er nicht hin wollte. Erinnert euch an den Kampf in Gethsemane? Nicht mein Wille, sondern deine geschehe, aber ich will nicht ans Kreuz. Jesus sagt, du wirst einen Märtyrertod sterben. In anderen Worten, Jesus sagt zu ihm, ja, hör mal, du liebst mich so sehr, dass du bereit sein wirst, zum Schluss für mich zu sterben. Petrus, jetzt bist du der, von dem du gedacht hast, dass du schon vor einigen Tagen warst. Jetzt hast du dich entsprechend charakterlich umentwickelt. Jetzt kann ich dich benutzen in einem größeren, mächtigeren Maß als vorher. Und dann sagt Jesus, folge mir nach. Und das sind natürlich jetzt geladene Sätze. Wenn Jesus zu dir sagt, du wirst einen Märtyrer, zunächst mal wirst du in Freiheit leben und die Schafe Gottes weiden. Und zum Schluss wirst du einen Märtyrertod sterben wie ich, sagt Jesus. Wenn er dann zu dir sagt, folge mir nach, dann schluckst du. Und jetzt kommt wieder Petrus, der wieder über Bande fetzt. Passt auf, was er macht. Wenn Jesus zu dir sagt, folge mir nach, was magst du dann? Also ich würde dann Folgendes machen. Ich würde auf die Füße Christi schauen und würde dann irgendwie im Gleichschritt versuchen, mit ihm zu gehen. Was macht aber Petrus? Kannst du nachlesen. Jesus sagt, folge mir nach. Und Petrus, er wandte sich um. Das ist genau das Gegenteil von Nachfolgen. Merkt ihr was? Auch wenn er jetzt demütig war und benutzbar war, so war er trotzdem noch immer nicht richtig, wirklich, total durch. Er hat immer noch Raum zum Wachsen gehabt. Petrus. Und er sieht Johannes nachfolgen. Johannes folgt ihm ganz von selber nach, ohne dass Jesus zu ihm hätte sagen müssen, folge mir nach. Johannes macht es von selber. Johannes macht von selber, was man Petrus befehlen musste. Hast du das gehört? Und Petrus merkt es. Er dreht sich um und sagt, wie ist es mit ihm? Und was ist mit ihm, Herr? Du hast jetzt gerade mir einen Märtyrertod geweissagt. Was ist mit ihm? Kommt der einfach so davon oder wie sieht's aus? Ich meine, das sind ernste Fragen. Und Jesus sagt zu ihm, wenn ich will, dass er bleibt, bis ich komme, was geht denn dich das an? Kümmere dich um deinen eigenen Kram. Übrigens, das ist ein wunderbarer Rat, den wir alle beherzigen sollten. Jesus sagt zu Petrus, kümmere dich um deinen eigenen Kram. Erstens. Und zweitens, Jesus hat für jeden seinen eigenen Plan, seine eigene Berufung, sein eigenes Leben. Stimmt oder stimmt's? Und Johannes ist nicht Petrus. Schau, Johannes war eher der tiefe Denker. Der hat Gedanken in seinem Evangelium, die phänomenal sind. Das sind Höhen, die er mit dem Heiligen Geist erstürmt hat. Der hat Jesus gekannt wie wahrscheinlich kein anderer. Aber er war eher zurückhaltend. Petrus dagegen, der war der Hoppla, hier komme ich, und hat die Bühne aufgeladen. Wenn Johannes auf die Bühne kam, hast du es gar nicht gemerkt, dass da jetzt einer ist. Wenn Petrus auf die Bühne kam, dann hat er geleuchtet auf der Bühne wie die Sonne. Ja, weil er einfach das entsprechende Charisma hatte. So, du kannst dich nicht mit anderen vergleichen, das sagt Jesus hier. Vergleich dich nicht mit anderen Leuten. Und dann sagt Petrus wieder, typisch Petrus, es kommt jetzt ein Gerücht auf. Jener Jünger wird nicht sterben. Und Johannes sagt, das hat Jesus aber nicht gesagt. Merkt ihr was? Johannes ist wieder straight, gerade. Er sagt, das hat Jesus nicht gesagt, dass ich nicht sterben werde. Er hat nur gesagt, Petrus, das geht dich nichts an. Aber Petrus erzählt sofort, oh, ich weiß, was mit mir sein wird, aber ich weiß auch, was mit Johannes sein wird. Johannes, dieser Jünger wird nicht sterben. Woher weißt du das von Jesus? Das war ein Gerücht. Schau, da haben wir ein Problem. Hier haben wir einen berufenen Prediger, der das Wort Gottes gehört hat und falsch ausgelegt hat. Hast du das gehört? Du musst also immer noch erstens selber denken und zweitens, wir müssen das Wort Gottes richtig auslegen. Es muss plausibel sein. Und
es wird wohl nicht so sein, dass Gott mir Geheimnisse über dich zeigt oder die Geheimnisse über mich zeigt, die er mir nicht auch sagt. Denn ich habe mein Leben zu leben und entsprechend wird sich Gott dann an mich wenden und nicht an dich, wenn er was von mir will. Und umgekehrt. Stimmt das? Weil ich kriege immer wieder charmante Zuschriften von allen möglichen Leuten, die sagen, Pastor, hör das, lies das und überhaupt und da liegst du falsch und alles Mögliche. Gottes Segen. Dann habt du deine eigenen Überzeugungen, wisse, warum du glaubst, was du glaubst und dann ist gut. Okay, ich muss jetzt Schluss machen. Oh Mann, ey, das ist halt jetzt so. Schau, Petrus, hör mal, Petrus musste erst scheitern und du bist auch gescheitert. Aber Petrus ist gescheitert und wurde dadurch erst, durch sein Scheitern, erst zu einem brauchbaren Werkzeug in der Hand Christi. Du bist jetzt auch bereit, ein Werkzeug in der Hand Christi zu sein. Amen. Okay, genug von mir, wir beten jetzt noch miteinander. Vielleicht hast du Jesus noch nie bewusst in dein Leben eingeladen. Das heißt jetzt nicht, wenn du jetzt dieses Gebet mitbetest, dass du dich dann dieser Gemeinde anschließt. Das ist nicht der Punkt. Vielmehr kommt es darauf an, dass du dich mit Jesus kurz schließt, dass du deine Verbindung mit ihm konkretisierst und festmachst, dass du ihm deinen Glauben an ihn bekennst. Dann bekommst du von ihm im Umtausch für deine Sünden neues Leben. Okay, und es ist wichtig, dass du dieses hast, denn sonst hast du keine Zukunft und keine Hoffnung, aber der Herr hat für dich Zukunft und Hoffnung. So, lass uns miteinander beten. Sag mit mir, Jesus, vergib mir meine Sünden und gib mir ewiges Leben. Mach mich neu. Herr, ich will dir nachfolgen. Alle Tage. Amen. Halleluja. Amen. Und jetzt müsst ihr nicht mehr mitbeten. Ich möchte nur noch für die beten, die das jetzt angesprochen hat. Herr, du siehst die schwierige Situation, in der sich manche jetzt befinden, die mich gehört haben, für die das ein prophetisches Wort war. Vater, wir bitten dich, dass du jetzt ihre Schritte lenkst und leitest, dass du dein Wort an ihnen wahrmachst, dass sie mit den richtigen Leuten zur richtigen Zeit, am richtigen Ort in Kontakt treten, um durchzudringen zum ewigen Leben, um durchzudringen zu ihrem Ort des Segens. Vater, wir beten, wir befehlen sie dir an, in Jesu Namen. Amen.